Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um zwei Pokémon, die nie gut waren und wir besprechen, warum diese Pokémon nie gut waren und vielleicht finden wir auch noch eine Lösung, wie die beiden Pokémon in der Zukunft besser werden könnten. Heute geht es um die Pokémon Lumanion und das andere Pokémon Zwarnus. Beide Pokémon sind Wasser-Pokémon, das eine kommt aus der 4. Generation, das andere Pokémon kommt aus der 5. Generation. Fangen wir mit Lumanion an. Lumanion ist ein Wasser-Pokémon und der beste Stat ist das Speed mit Base 91. Und wenn der beste Stat Base 91 ist, ist das Pokémon wahrscheinlich nicht so gut, außer es hat vielleicht eine gute Fähigkeit und gute Attacken. Aber ja, das Speed mit Base 91, also ca. 300 Speed, ist eigentlich okay für ein Wasser-Pokémon, sogar sehr gut für ein Wasser-Pokémon, somit wäre es schneller wie zum Beispiel Suicune. Der zweite Wert ist die Spezialverteidigung mit Base 86, so erreicht es mit Wesen und EVs ca. 290 Spätstef. Dann kommt die Verteidigung mit Base 76 und man sieht, uninvestiert hat es 188 auf Level 100. Auf der Verteidigung und das ist es nicht so gut und dann hätte es im HP Attack und Spezialangriff ein Base von 69. Funny, aber das ist es nicht wirklich so gut. Man merkt, das Pokémon kann nicht wirklich gut austeilen, Spezialangriff, Angriff mit Wesen und so reicht es circa ja, zu 260 Spezialangriff, 260 Attack ist jetzt nicht so gut. HP ca. 340 passt eigentlich auch, ist solide. Da der beste Wert Speed ist, wird man es wahrscheinlich eher schneller spielen. Aber da Wasser natürlich ein sehr guter Typ ist, kann man das Pokémon auch defensiv spielen. Sehen wir uns mal die Fähigkeiten an. Es hätte Swift Swim im Regen doppelt so schnell, Storm Drain, es hat eine Wasser-Immunity und wenn es von einer Wasserattacke getroffen wird, macht natürlich keinen Schaden, stärkt der Spezialangriff um 50% ist gut und Water Rail, es kann jetzt nicht verbrennen werden. Also für ein Wasser-Pokémon ist nicht so gut, es hat jetzt nicht die besten offensive Werte, deshalb werden wir es nicht mit Swift Swim spielen. Es wäre vielleicht ein bisschen traurig, wenn wir es mit Swift Swim spielen, aber ja, Storm Drain wäre eine Möglichkeit. Storm Drain zum Beispiel funktioniert in der 4. Generation noch nicht so, wie es heute funktioniert, denn in der 4. Generation wirkt Storm Drain so, dass es von der Wasserattacke immer noch Schaden bekommt. Und natürlich dann ein Spezialangriff. Aber das ist ein bisschen blöd. Immer wenn ich den Gastrodon spielen will, passiert das. Passiert mir der Fehler. Aber ja. Also Storm Drain ist die beste Fähigkeit auf diesem Pokémon. Gen 5 wird da vielleicht irgendwie nützlich. Aber ja, sehen uns mal die Status-Attacken von dem Pokémon an. Wir hätten Agility, ja wir hätten wie gesagt Agilität zum Beispiel, braucht es nicht so wirklich, weil es nicht so wirklich Schaden machen kann. Zugabe, Erholung, Schlafrede, Delegato, Tailwind. Es hat in der 8. Generation die Attacke auflockern, die hat man ihm einfach genommen. Warum nimmst du einem Pokémon eine Attacke, warum nimmst du einem schwachen Pokémon die Attacke, das ist die Frage. Es war ja nicht mal gut, du kannst natürlich Pokémon wie Lanros T, Dimeteros, Tiergastform, ja natürlich Rock Polish und zum Beispiel auch Auflockern Explosion nehmen. Das ist egal, aber einen schwachen Pokémon solltest du jetzt nichts nehmen. Aber ja, sehen wir uns mal die Angriffsattacken an. Wir hätten hier Aqua Tail als beste Wasserattacke oder Kaskade, U-Turn, Flip-Turn, Raub. Pfund. Also ja, es hat jetzt nicht den besten Movepool, vielleicht Flip-Turn, U-Turn, wenn man sich jetzt einen speziellen Movepool ansieht, hat das Air Slash, Alluring Voice, okay, es hat einen Buff mit Alluring Voice bekommen, aber so viele Pokémon können Alluring Voice dann vielleicht noch Surf und Ice Beam. So wäre vielleicht ein offensives Set. Und ja, das waren alle Attacken, aber wisst ihr, was es noch verloren hat? Siedewasser. Also man hat den Pokémon Siedewasser und Defog genommen. Ab der 6. Generation hat man es immer mit Siedewasser und mit Defog gespielt, auch mit Toxin. Also wirklich,
Man hat es mit Toxin gespielt, das hat es nicht mehr, Scald hat es nicht mehr, Defog hat es nicht mehr. Also man hat dem Pokémon alles genommen. Das ist sehr, sehr traurig, finde ich. Also schade, dass es die Attacken nicht mehr hat. Natürlich sind gute Attacken, viele Pokémon sollen die jetzt nicht können, aber ja, so ein Wasser-Pokémon wie Lumineon sollte die Attacken vielleicht schon können. Vor der sechsten Generation war Auflockern jetzt noch nicht so gut. Wie hat man es da gespielt? In den Lower Tiers hat man es, haltet euch fest, Full Speed, Full KP gespielt mit Regentanz. Es war ein Rainsetter. Mehr hat Lumineon nicht getan. Und wenn ein nicht so bulkiges Pokémon, was auch nicht so viel Schaden machen soll, Regentanz aussetzen kann, Elektroball macht diesen Job zum Beispiel viel besser. Wirklich, mehr hat es in der vierten Generation nicht gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Raindance, Bodyguard, das war alles, was das Pokémon machen sollte. Ah, er ist nicht so gut. Also ja, man hat schon bei den Stats gemerkt, dass das Pokémon jetzt nicht so gut ist. Den Lower Tiers reißt das Pokémon jetzt auch nicht so viel, das bessere Defogger gibt. Swarones macht den gleichen Job, aber sogar noch besser. Aber ja, wie könnte man Lumineon verbessern? Gib ihm wieder Toxin, Siedewasser, Defog. Es hat auch keine Recovery. Gib ihm Recover oder Roost. Roost macht irgendwie Sinn. Für mich sieht Lumineon wie so ein Flug-Wasser-Pokémon aus. Gib ihm den Flugtyp, natürlich hat es eine vierfache Elektroschwäche, aber es ist nicht so bulky. Es würde ja sowieso von jedem offensiven Elektro-Pokémon mit Donnerblitz gewone-shottet werden. Also gib ihm den Flugtypen, dann hat es eine Immunity, dann hat es mehr Resistenzen. Wir ignorieren jetzt mal die vielfache Elektroschwäche, aber der Flugtyp macht den Pokémon stärker. Es würde sich somit auch ein bisschen abgrenzen zum Beispiel. Dann ist Roost auch irgendwie logisch. Für mich sieht es wirklich wie ein Wasserflug-Pokémon aus. Wenn wir es jetzt zum Beispiel die Wasserflug-Pokémon ansehen, wie ein Plipper macht einen Regen, Swarones. Okay, dann hätte es den gleichen Typen wie Swarones. Aber es würde dann zumindest nicht das gleiche wie Swarones machen, denn es ist bulkiger Swarones. Man könnte sagen, dann wäre Swarones die offensivere Variante und Lumineon die defensive Variante. Also so würde ich Lumineon zumindest buffen. Und bei der Fähigkeit müssen wir auch auf jeden Fall etwas tun. Storm Drain auf dem Wasser-Pokémon, defensiven Wasser-Pokémon ist nie gut. Bei Gastrodon natürlich etwas anderes, es hat ja noch einen Bodentypen, da passt es schon. Gastrodon hat ja auch Recover und etc. Aber ja, welche Fähigkeit könnten wir Lumineon geben? Da ist es vielleicht ein bisschen schwer, muss man schon sagen. Ja, was mir als erstes einfallen würde, wäre natürlich Water Absorb, aber ist ähnlich wie Storm Drain, nur dass Storm Drain eigentlich besser ist. Was könnte man denn geben? Bedrohung, aber wäre nicht logisch. Also H2O-Absorber wäre logisch. Aber welche Fähigkeiten wäre sonst bei den Pokémon logisch? Sieht irgendwie verdutzt aus, deshalb vielleicht Unwear. Also bei der Fähigkeit tue ich mir bei den Pokémon schwer, die man ihm wirklich geben könnte. Wenn ich mir jetzt die anderen Wasser-Pokémon ansehe, vielleicht noch Hydration, wäre dann in der 5. Generation nützlich da Wetter durchwachsen und nicht lang ist, aber Vaporeon, Aquana macht den Job viel besser. Also ja, bei der Fähigkeit ist es schwer, aber gib ihm die Attacken zurück mit Roost und gib ihm den Flugtypen. Kommen wir zu Swarones. Swarones, ein Wasserflugbogen aus der 5. Generation, wenn man sich die Stats ansieht. Speed 98, so erreicht es ca. 320 Speed, ist eigentlich akzeptabel. Angriff, Spezialangriff, Base 87, somit erreicht es circa 270 Attack, passt eigentlich schon mit Step Hydro-Pumpe, macht man mit dem Pokémon auf jeden Fall nichts falsch. Man kann es physisch spielen, wenn es Sturzflug hat, kann man es auch, wie gesagt, physisch spielen. Defensiv ist es, wie gesagt, nicht so gut. Base 63, uninvestiert auf Level 100, 162, KP nur 291 und Base 75. Also defensiv wird das Pokémon jetzt nicht so viel tanken.
Aber es hat auf jeden Fall das Potenzial, in den Lower Tiers etwas zu reißen. Gen 6 war es sogar so. Aber ja, sehen wir uns mal die Attacken an. Es hat auch Lock on Roost. Alles, was Lumillion haben will und nicht hat. Und vielleicht noch Tailwind. Tailwind hat es aber. Also Defog, Roost sind gute Attacken. So, man kann es wie gesagt physisch und speziell spielen. Sehen wir uns mal die speziellen Angriffe an. Wir haben Orkan, Hydropumpe, Eisstrahlsurfer, Luring Voice. Also Roost, Defog, Hydropumpe und Hurricane. Würde auf jeden Fall gehen. Ice Beam haben wir auch nochmal für Drachen-Pokémon. Also hat es eigentlich eine gute spezielle Coverage. Physisch haben wir Brave Bird, Liquidation, also wir können es auch physisch spielen. Wir haben Abschlag, Trailblaze, Aqua Jet, Abschlag, Flitzer, wir haben auch eine Pivot-Attacke, also ist das sehr gut. Also man kann es auch theoretisch defensiv spielen, was ich jetzt nicht empfehlen würde, aber man kann es spielen. Der Flug, also der Wassertyp und der Flugtyp hilft dem Pokémon. Wir haben schon vorher nachgesehen, welche Wasserflug-Pokémon es gibt. Es macht wirklich etwas komplett anderes. Vielleicht Urgel ist wieder 3 Generationen später, hat vielleicht deshalb bessere Stats, aber es hat mehr Speed. Und ja, Svarones auf jeden Fall macht etwas anderes als Urgel. Es ist zumindest etwas schneller. Man hat es in jeder Generation offensiv gespielt in den Lower Tiers. Full Special Attack, Full Speed kann man auf jeden Fall tun. Es hat Orkan, Hydropumpe. In der 6. Generation wurde es noch den Auflockern-Buff auch nochmal geboostet. So wurde es auch nochmal besser. Es gibt das Item Heavy Duty Boots, Choice Bags. Also Svarones habe ich in Gen 6 wirklich sehr gerne im PUT gespielt. War hier auch sehr gut. Eins der besten Pokémon sogar. Mochte ich. Bei den Fähigkeiten sieht es leider nicht so gut aus. Es hat 2 Useless Flugfähigkeiten und Hydration. Hydration ist jetzt auch nicht so gut. Also es braucht auf jeden Fall auch wieder eine andere Fähigkeit, die dem Pokémon hilft. Da wir das Pokémon buffen wollen, gib ihm Anpassung. Ein Vogel passt sich ja auch manchmal der Umgebung an. Der fliegt ja auch woanders hin. Also irgendwie vielleicht logisch, Huge Power, Set Zipper. Auf jeden Fall braucht das Pokémon jetzt eine andere Fähigkeit. Und wie kann man es sonst noch buffen? Wie gesagt, es hat schon 2 Typen, Flug, Wasser, passt zum Schwarm perfekt. Welchen Typen müsste es sonst geben? Stats will ich nicht buffen. Also, gib ihm, es hat sogar Sturzflug. Vielleicht gib ihm noch eine bessere physische Angriffsattacke, Wave Crash. Und dann vielleicht noch Reckless oder so. Aber ja, ich würde dem Pokémon einfach Anpassung geben und das wäre es auch schon. Jetzt hat es nicht die besten Stats. Gewisse Pokémon sollten jetzt nicht so gut sein. Aber das Pokémon kannst du jetzt nicht sonst buffen. Es hat Defog Roost. Gib es sonst vielleicht noch Seedabass. Es hat sogar Abschlag Flipturn. Lumineon hat die Attacken leider nicht mehr. Lumineon hat man viel genommen und es hat nichts wirklich dazu bekommen. Svarones hat noch alles, was es wollte. Es hat vielleicht nur nichts wirklich dazu bekommen, außer Alluring Voice, aber das reicht schon. Also ja, Leute, das waren Lumineon und Svarones. Wie wird ihr die beiden Pokémon buffen? Bei den Pokémon ist es wirklich sehr schwer. Du hast Lumineon alles genommen und es hat nichts wirklich dazu gewonnen. Und Svarones, es hat auch nichts wirklich dazu gewonnen. Und bei den Pokémon kann man jetzt wirklich nur die Fähigkeit ändern. Was willst du sonst ändern? Die Base-Stats will ich bei einem Pokémon nie ändern. Aber die müsste man bei Svarones und bei Lumineon auf jeden Fall ändern. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.